Das ist auch Dings. Was? Ihr habt einen waghalsigen Fehler begangen. Wieso? Ihr seid umzingelt, bleib stehen! Alle stehen, bleiben! Hände hoch! Hände hoch! Was? Ja. Hände hoch! Ja! Ja! Hände hoch! Was ist los? Warum? Ist das das Wood? Du weißt, wegen der TNT-Kanone. Ja, habe ich dabei. Ich habe aber nur eineinhalb Stacks. Ich habe ja nicht so viel. Gut, ne? Da müssen wir auf jeden Fall was noch nachpflanzen. Ja. Digga, kannst du mal, ich habe eine Idee. Ja? Kannst du mal Klimp fragen, ob der in der Stadt ist? Und der ist online, ne? Ja, ja, okay. Ich sehe, ja, ja. Ob der so irgendwie Lust hat, irgendwie so dazuzukommen oder so? Ich weiß ja nicht. Ich könnte das sehr wahrscheinlich regeln. Ja, frag den mal. Du hast ja. Komm mal TS. Ich hoffe, ich brauche was zu essen. Bring mal was zu essen mit Klimp. Ja, mach ich auf jeden Fall. Was hey, Klimp! Was Hallo. Geht ab? Hallo, Klim, I need something to drink and to eat. Oh, ich brauche was zu essen. Ich verhungere. Jetzt essen kann ich nicht bringen. Hallo. Jetzt eine ernste Sache. Wir haben ja ein Problem, ne? Hm. Du weißt ja Bescheid, es gibt einige Leute, die aus der Stadt sozusagen verabschiedet haben und jetzt gegen uns rebellieren und das nicht akzeptieren, was sie aufgebaut haben hier, ja? Die Stadt meinst du, oder was? Ja, die Stadt und alles. Also alles, die ganzen Regeln, die wir hatten mit Neuwahlen und so weiter und auch die Stadt und so, das weißt du ja. Deshalb wollte ich dich fragen, wir brauchen noch Architektenunterstützung. Oder wie sagt man dem? Eigentlich nennt man das Garnison. Ja, genau. Und das möchten wir bauen und wir brauchen dazu deine Unterstützung, damit wir das so gut wie möglich bauen können, auf jeden Fall. Ja, Tino, dir helfe ich dir immer, ne? Nice. Okay, wo bist du denn jetzt? Hast ich noch bin Essen zu Hause an meiner Butze. Ich hab zu Essen, kann ich mitbringen, das ist nicht das Problem. Eigentlich bin ich ja, ich will dir jetzt nur beim Bauen helfen, Tino. Ich bin ja für Frieden, ja. Ich möchte ja gar nicht, dass wir uns kloppen, so. Nee, ja. Ich eigentlich auch nicht. Wir sind ja alle für Frieden, also wir bei der Allianz. Ich werde auf jeden Fall, ich werde auch Rebi auch jetzt in Ruhe, also ich werde da auch gar nicht mehr so angreifen. Aber so. Willst du in Ruhe lassen? Ja, wir wollen. Ja, finde ich gut. Dann ich habe zum Beispiel, cool, was, achso, ich habe zum Beispiel, also die Garnison, hat als Verteidigungsanlage, klar, 15 TNT-Kanonen und eine super mega TNT-Kanone, aber es war wie gesagt zur Verteidigung, ne? Also hier ist schon der erste Baufehler, der mir auffällt, okay? Das wär's. Das ist die Allianz. Genau. Klim, ich weiß, meine Bowskills sind jetzt nicht krass, ne? Hey Leute, was kommt da geflogen da oben? Was? Da kommt jemand geflogen direkt über uns. Hey, mit einem Flugzeug. Ein What the fuck? So. Was? Wo? Was? Da oben? Was geht ab? Hä? Hey, er ist runtergefallen. Hey, what the fuck ist das? Okay, warte mal. Ich geh jetzt das einfach mal. Das ist Revi. Revi greift uns an. Chill. Warte, chill. Ich geh jetzt erstmal auf Nummer sicher und pack alle meine Sachen in die Truhen. Nö, nicht meine. Revi! Was macht Revi hier? Revi greift an. Er ist hier runtergefallen. Wo ist er jetzt? Er war hier im Wasser. Hä, wo ist er hin? Ich will euch doch nur bauen helfen. Hä? Du hast das doch auch gesehen, der hat sich oder? Da durchgegraben, ja. Unsichtbarkeitsporschen oder nein, so. Nein, der ist nicht unsichtbar. Petrit, was ist da los hier? Guck mal. Hätte ihr was mitgebracht? Ja, warte. Hey, guck mal, Klim. Danke. Es ist Krieg. Der ist am Tor, der ist am Tor. Der ist im Tower. Hier, ein Stack. Warum sprengt Revi? Nein, was? Wir wollen doch nur Frieden. Ich kann nicht mal Frieden schreiben. Das war nicht nett. Lauf weg, der sprengt ja alles. Guck mal, das ist auch Dings. Was? Yes, das war hier. Was? Revi! Und ohne Spaß, wir wollten gar nichts machen, ne? Wir wollten einfach nur Frieden. Wir wollten zocken, doch. Weißt du, wir wollten halt bauen. Und wir haben vor ein paar Minuten. Ich bin tot! Was? Kevin? Wo ist denn Kevin hier? Okay, der ist auch dort oben. Revi? Kannst du mal. Revi? Alter, was? Das ist aber nicht so nett, Freunde. Aber wir wollten doch nicht mehr angreifen. Das ist jetzt komplett übertrieben. Das ist mega übertrieben einfach. Ich hab die alle in der Kiste jetzt hier gemacht. Was meine Sachen? Gerechnet mit einem Luftangriff, was? Hallo? Habt ihr unseren Luftangriff gesehen? Was für ein Luftangriff? Was soll das? Also mal ganz war gerade dabei, einen Friedensvertrag zu schreiben, den wir dann alle unterzeichnen. Ja, komm, ey. Nee. Warte. Du willst also Frieden? Ja. Wir wollen alle Frieden. Okay, dann passt auf, zeigt uns als Zeichen des Friedens, wie sehr ihr den Frieden wollt und kommt unbewaffnet zu uns in die Base. Und schenkt uns ein Stack TNT. Und bringt ein Kapitulationsgeschenk mit, ihr Narren. Okay. Geschenk ist kein Problem. Okay, ich schreibe mal eben das Buch ganz aber kurz. Aber dann wäre Frieden in Ordnung, weil wir wollen eigentlich Frieden haben. Ja. Wir sind in Ordnung. Ne? So, was ist geschehen? Sander, was machst du hier? Sander? Warum bin ich hier rausgekommen? Sander? Oh mein Gott! Sander? Oh mein Gott, nein! Petrit, wenn du den Frieden haben willst, lässt du Sander gehen. Ich wollte nur meine Profis geben. Okay, ich hab das Buch geschrieben. Wir brauchen aber noch ein Geschenk. Ich hab ein Geschenk. Und dann werden wir über den Frieden reden. Genau. Ist klar. Okay, ich hab ein Geschenk. Wir werden über den Frieden reden. Aber wie, kann es und habt ihr eingesehen, dass ihr unterlegen seid? Wir haben eingesehen, dass der Krieg einfach nicht mehr... Das keinen Sinn macht. Ja genau, dass Krieg keine Lösung ist. Abgesehen davon muss uns jemand... Sofort zurück, Potter!
Abgesehen davon, abgesehen davon muss uns jemand versichern. Das ist das Tor, Kevin! Ah, geil, Alter, das ist richtig cool. Wer ist das Basti da oben, Alter? Das ist Basti, ich will auch damit gehen. Das ist krass gemacht. Basti, nimm mich mit, Mann, ich hab extra ein Rückflugticket gekauft. Abgesehen davon, muss uns jemand versichern, dass wir auch lebend zur Rebellionsbasis gelangen, weil wir ja keine Rüstung mitnehmen dürfen. Ja, Zander, eskortier sie. Der hat doch selber nichts, Alter. Oh Gott, okay, ich hole euch. Anhalten kann während dem und Zander, bereitet ihr alles für unsere Gäste vor schon mal, macht denen das Hotelbett und sowas fertig und ich hole unsere Gäste ab, okay? Hotelbett auch noch? Also jetzt ist ja... Also ich hole euch ab, ich move euch mal ganz kurz in einen anderen Channel. Sei ehrlich, du hast eingesehen, dass ihr unterlegen seid. Ich habe echt nur eingesehen, dass Krieg keine Lösung ist. Das wird einfach zu nichts führen. Ich möchte von dir hören, dass du eingesehen hast, dass ihr unterlegen seid. Wir haben eingesehen, dass der Norden euch gehört. Das auf jeden Fall. Wir haben aber auch eingesehen, dass das echt schwierig ist, da ranzukommen und dass es einfach keinen Sinn ergibt. Die nordischen Berge sind euer Territorium. Vor allem habt ihr nicht mal Verbündete neue gewinnen können. Doch, auch Klüm ist unser neuer Verbündeter. Ja. Wie dem auch sei. Ja, ich komme euch nun holen, dann werden wir gemeinsam in unserer Basis über den Frieden reden. Alles klar. Gemein. Wenn wir uns einigen sollten, ne, dann fände ich es echt cool, wenn hier diese Wand, die du kaputt gemacht hast, irgendwie repariert werden würde. Warum? Wir brennen eure Feste danach nieder und ihr verschwindet zurück in die Hauptstadt. Aber das ist nicht Teil des Friedensvertrages, ne? Ja, gucken wir gleich, wir reden gleich darüber. Ja, wir reden, wir diskutieren gleich. Weil ich hab da für diese Festung habe ich 3 Tage nicht geduscht und 3 Tage mein Leben dafür investiert, also ich finde... Los, kommt her, ich bin hier vorne im Wald. Ich bin hier vorne im Wald mit der hinterlistigen Falle, wo ja mein Bruder Basti zockt. Ja, ist entspannt. Bleib stehen, Tinus! Und hör auf, den Sand zu farmen. Aber der kann ich mir doch nehmen, oder nicht? Hey, dritt! Der Norden ist uns, du hast es eben gesagt. Ich auch. Verlange ich mir in der Rebellion, fällt mir gerade auf. Oh shit, ich bin nochmal runter. Du hast ja auch nicht zu suchen, Kaktusmensch. Ja, nicht schon. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich fast tot bin. Brauchst du Essen? Nimm. Ah, danke. Los, kommt. Danach schließen wir das Tor. Wir müssen ja den Vertrag aushandeln und pipapo. Kommt. Schweigt! Setzt euch. Petra, zeig mir, was du ausgearbeitet hast. Nein, das will ich nicht zeigen. Das zeig mir die Bedingungen, Petra, los! Das sind keine Bedingungen, da steht... Zeig sie mir! Da steht nur drauf. Ja, okay. Zeig sie mir, Petra. Auf Seite. Schweigt alle. Sehr geehrte Rebellion, so kann das nicht weitergehen. Wir sind der Meinung, dass wir alle in Frieden leben sollten. Mit Unterzeichnung dieses Vertrages versichert die Rebellion in Allianz Zukunft im Frieden in Craft Attack. Ja, mehr habe ich nicht geschrieben. Wir arbeiten ein paar Sachen zusammen aus. Meine Herren, darf ich kurz sprechen? Sander, du brauchst Pfeile? Ja, wofür brauchst du denn Pfeile? Na, nimm. Einfach einen Pfeil. Okay, mach das, sorry. Meine Herren, alle, die der Allianz angehören, stellen sich mal bitte da vorne an das Fenster. Rüber mit euch, los! Rüber mit dir! Rüber mit dir, du Schlange! Ich finde das jetzt auch ein bisschen der Ruppe gegangen. Basti, was tust du da? Basti, hör auf! Ich hab euch extra... Klimm rüber da! Ich hab euch extra ein südliches Leder mitgebracht. Klimm! Eine ruhige Gangart? Ich stehe doch an der Wand. An die Wand da vorne, Klimm, los! Ja, wir vertrauen euch. Ich hab auch ein Geschenk! Revi! Was? Ich hab auch ein Geschenk für euch. Hier. 21 Diamanten. Ist das, Meine Herren! Ja, was ist denn los? Ihr habt einen waghalsigen Fehler begangen. Wieso? Ihr seid umzingelt! Bleibt stehen! Alle stehen bleiben! Hände hoch! Hände hoch! Was? Hände hoch! Ja. Was ist los? Warum? Kevin nicht. Angst. Kevin, wieso machst du das? Wir wollen Frieden. Schweig. Ich hab keine Lust mehr darauf. Träum weiter, Malfoy. Ihr seid es selber schuld. Ihr seid es wieso selber denn? Schuld. Ich will doch nur nicht, ich will nicht mehr kämpfen. Erklären. Ihr habt uns angegriffen. Ihr habt uns... Klimm! Wenn du noch einmal redest, töte ich dich auf der Stelle. Ich wollte nur deinen Pfeil wiedergeben. Ihr redet jetzt nur noch, wenn ich euch das Wort erteile. Schweigt. Also, ihr habt uns angegriffen. Ihr habt uns den Norden streitig gemacht. Ja, aber... Dafür werdet ihr nun büßen. Aber du hast uns bedroht, wir mussten abführen. Das... Los, meine Herren, abführen, du mitkommen! Du hast uns bedroht! Okay. Mitkommen! Los, mitkommen! Was soll das? Komm, wir wollen nur Frieden! Wir können doch darüber reden! Die Treppe hoch! Die Treppe hoch! Was habt ihr vor? Die Treppe hoch! Alle drei die Treppe hoch, los! Borevi! Die Treppe hoch! Bitte! Die Leiter hoch! Die Leiter hoch, los! Aber... Die Leiter hoch! Aber ihr... Leiter hoch! Wir wollten nur Frieden aushandeln. Borevi! Schweig! Zinus und Petrit hier rein, los, Klim in den Käfig. Oben, weg von der Leiter. In den Käfig rein, Zinus und Petrit, los, rein da. Aber wir können nur darüber reden. Schweig, Petrit. Wir können echt darüber reden. Vorbei. Ich würde meine alle Fehler, die ich getan habe, würde ich eingestehen. Schweigt, Klimm. Nur Frieden. Setz dich hier vorne auf den Schemel und ihr schweigt, ihr zwei. Was weißt du als Neuankömmling über die Allianz? Was habt ihr vor?
wollte nur helfen, aufzubauen. Was wolltest du helfen, aufzubauen? Ein Imperium? Er lügt, der weiß mehr. Verteidigung. Klim! Wir fühlen uns nur bedroht. Patrick, schweig. Wir wollen Frieden. Klim. Ich hab doch extra dieses Buch geschrieben. Schweig, Patrick. Klim, hör mir zu. Klim. Glaub mir, du musst reden. Wenn du nicht redest, wirst du das bereuen. Er weiß nichts. Er ist doch seit 5 Minuten erst da. Okay, Klim. Du willst nicht reden. Los, lass rein ihn in Ruhe. Klim. Lass ihn in Ruhe. Klim, rein hier. Er hat nichts damit zu tun. Rein, rein hier. Er hat nichts damit zu tun, Revi. Rein da, Klim. Warum? Und was denn nicht? Petritz, Klim, wenn du es nicht tust, töten wir dich. Und brennen deine Stadt nieder. Los, rein da jetzt. Dann ist die Alternative reingehen doch schöner. So, Klim. Was? Wir werden dich nun zum Reden bewegen, mein Freund. Lass ihn doch. Klim, nein. Wie lange hältst du es im Wasser aus, ohne Luft? Sprich. Jo, übertreib doch nicht. Was hast du vor, Klim? Was seid ihr für Psychopath? Ruhe, Klim. Schweigt, ihr zwei. Klim, wie lange hältst du es wohl ohne Luft aus? Wollt ihr nicht sprechen, ihr beiden, hm? Er kann doch gar nicht reden. Er kann doch natürlich, aber er weiß nichts, ich schwöre. Ruhe da hinten. Klim, so, was hast du zu sagen, hä? Erzähl. Wir wollen nur Frieden. Klim. Frieden wollen wir. Wir wollen echt nur Frieden. Wir wollen euch den Norden lassen. Ihr wollt uns den Norden lassen? Lasst uns den Süden. Was glaubt ihr, dass der Norden nicht expandieren möchte? Glaubt ihr nicht, dass wir vorhaben, später die ganze Welt zu bevölkern? Ihr mein Narren! Mit aber eurer lächerlichen Allianz wir wollten einen Rat gründen, dass, wo jeder seine Meinung. Okay, Petrit, sobald du redest, wird Klim weiter gefoltert. Okay. Das hast du nun davon, Petrit. Das könnt ihr doch nicht machen. Klinus, du hältst deine Fresse, sonst kommst du in die nächste Falle rein. Kevin, wir waren Freunde. Sieh dir an, wie deine Gefolgsleute wegen dir was soll ich denn machen? Ich wollte nur in Frieden. Du hast uns angegriffen. Nein, weil du uns gedroht hast, Levi. Nein, Klim! Da geht der Erste von dannen, Petrit. Los, Zinus, raus da, los, komm. Was? Nein, lass ihn in Ruhe. Petrit, bleib raus. Ja, jetzt bist du dran. Ja. Rein da. Was? Rein da. Ey, Klim, du bist lass ein offizieller Tod, lass ihn. Mund. Dinos, was weißt du über die Machenschaften? Was? Ey, hört auf. Dinos. Was weißt du über die Machenschaften der Allianz? Was plant ihr? Wir wollen nur Frieden. Aha! Lass du wie früher ganz normal wieder in Frieden leben. Petri, die Zeit des Friedens ist vorbei. Hättest du niemals... Oh stopp, Hodor! Warte! Hättest du niemals angefangen, Petri, das alles heraufzubeschwören? Hättest du niemals den Norden besiedelt? Hättest du niemals... Ich wollte euch nicht besiedeln! Hättest du niemals meinen Posten als König streitig gemacht, Kevin? Ja, aber du hast doch selber gesagt, dass man König werden darf. Ja, du hast die eigenen Regeln aufgestellt. Revi, was ist denn los? Tino, schweig! Lass ihn! Petrit, raus aus deinem Käfig, los! Nein, was wollt... Aus deinem Käfig raus, Petrit, du verlierst. Tötet mich, tötet sie nicht! Nimmt mein Leben dafür, aber nicht ihres. Petrit, rein da jetzt! Was ist nur los mit euch? Nein, Basti, zieh den Hebel! Nein! Hört auf! Wir werden dich bei lebendigem Leibe verbrennen, wenn du nicht sprichst. Was soll ich denn sagen? Ich möchte nur Frieden, lass doch uns einfach aufhören! Warte, Petrit. Was? Lass ihn in Ruhe. Nimm mein Leben für ihn. Petrit, schweig nun. Den Frieden hättest du haben können, hättest du uns damals nicht angegriffen. Hättest du nicht unsere Feste belagert, Petrit. Hättest du nicht unsere Erbauung zerstört. Was? Du hast doch die Stadt in den Ruin getrieben damals. Ich hab die Stadt in den Ruin getrieben. Und du hast selber gesagt. Warum redet dieser Typ so komisch? Petrit, ich habe die Stadt nicht in den Ruin getrieben. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass Terror und. Ja, aber auf dieser Welt das wollte doch alles die Rebellion. Alles vergessen. Einfach Dino, dafür stirbst du. Nein, lass ihn! Lass ihn! Sieh zu, wie alle deine Männer hingerichtet werden. Da stirbst du. Grevi, wir können doch alles vergessen, einen Neuanfang wagen. Wie früher. Aber wir wollen, wir wollen nicht mehr gewinnen. Wir wollen einfach normalen Frieden leben, wie ganz früher. Wir werden euch nun systematisch zerstören. Warum? Ihr hättet den Norden verlassen sollen. Ja, aber das war doch jetzt das Angebot, die jetzt das zu verlassen. Weil ihr schwach seid, weil ihr Angst habt. Kämpft wie Männer gegen uns und werdet niedergemäht. Nein, wir wollen nicht kämpfen. Wir wollen den Frieden ganz normal bauen, wie früher. Ah! Ah, das ist Junge, das tut weh. Was soll das? Revi, können wir nicht einen Frieden ausarbeiten? Los, raus mit Petrit. Petrit, du bist hingerichtet auf der Eismauer. Du springst da runter. Los. Nein! Ja. Du stirbst mit Tod eines Nordmanns, Petrit. Los, runter mit dir. Die Leute haben sich nur mir angeschlossen. Der freien Volk, Revi. Der Rebellion. Hör mir zu. Oh. Als du erfahren hast, dass ich König werde, hast du der Stadt gedroht und dagegen musste ich einfach was tun. Auf die Platte mit dir, los. So, Petrit. Bin ich jetzt... Du wirst hiermit... Also warte kurz, warte. Was? Also lehnst du dich jetzt gegen die Stadt oder wie? Gegen die Stadt, Petrit? Gegen deine lächerliche Allianz. Versucht unseren Norden zu besiedeln. Wollen wir gar nicht, wir haben doch extra ein Buch geschrieben. Petrit, die Zeit des Redens ist uns vorbei. Verschwinde. Für den Norden! Hodor. Hodor,
Seht ihr, wie ein Nordmann so einen Fall überlebt? Und ein lächerlicher Städter. Das war ein Fehler, Petrit. Hätten darüber reden können. Petrit, die Zeit ist redens. Wer redet da? Petrit, die Zeit des Redens ist dann vorbei gewesen, als ihr uns angegriffen habt. Petrit. Ich weiß nicht mehr, wie du dir jetzt denkst. Ihr seid selber schuld, Petrit. Ja, okay. Ihr hättet den Norden niemals besiedeln sollen. Ihr hättet niemals einen Fuß in das Schneeland setzen sollen. Ja, okay, wir haben das einzig Richtige gemacht. Ja, ich hab's verstanden. Ja, wir gehen jetzt. Ich hab's verstanden. Ich hab deine Message verstanden. Okay, gut. Das war ein richtiger Fehler. Wie können die das einfach so machen und uns töten, ey? Ohne Grund. Ja, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt gestorben bin. Es geht darum, also war die Message dahinter. Ja, ja, die Message war echt... Die Message ist, wir wollen keinen Frieden haben. Die wollen die Stadt. Die werden uns angreifen. Die werden uns angreifen. Weißt du, was das bedeutet? Das ist gut, dass Klim da ist, weil wir müssen die Festung noch um einiges sicherer bauen. Ja, ich bin halt kein guter Bauer, Bilder, sagen wir mal so. Genau. Bauer hört sich komisch an. Ja. Ja, was hältst du davon, wenn wir einen Rat gründen? Ein Übergangsrat. Ja, könnte man den Frieden. Ja, aber wo möchtest du den gründen? Also wo möchtest du den Hauptsitz haben? Hast du da so eine Idee? Ja, gut. Wenn wir schon mal, ja, stimmt, das haben wir ja schon aufgebaut. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt den Rat gegründet. Warte, in welchem Tower wollen wir, in diesem Hauptturm, diesem Bergfried in der Mitte? Nee, lass was Neues anbauen. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Ja? Das hier ist unsere Angriffs- und wir könnten da hinten in den Berg rein, könnten wir einen Raum bauen oder einen Thronsaal, oder kein Thronsaal, sondern so einen Konferenzsaal bauen, aber der geheim ist so ein bisschen, wo nur ein paar Eisengitter zeigen, dass da überhaupt was ist. Und da drin ist dann können wir auch direkt einen Überblick über unsere gesamte Feste haben. Ja, stimmt. Das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Wenn nicht, du kannst richtig viel TNT besorgen. Folge mir, Petra. Okay, ich folge dir. Nein. Warte, brauchst du was Rüstung, Digga? Du kannst einfach nicht hier so rumspazieren. Easy, kein Problem. Ja, okay, juck dich einfach nicht. Nein, warte. Sag mir nicht, wir haben Futter für unsere... Wie nennen wir unsere Kanone? Ja, egal. Guck mal nach oben. Okay. Warte. Mobfalle. Oh, das ist viel Sprengpulver. Ja, das habe ich extra noch für uns gefarmt hier vorher. Aber warte, wie lange dauert es, dass man zum Beispiel 3 Stacks Sprengpulver zusammenbekommt? Nicht lange, aber je mehr Leute auf dem Server sind, desto schlechter funktioniert es. Wenn du alleine bist, Viertelstunde. Warum je mehr Leute auf dem Server? Was hat das damit zu tun? Dass Mobs auch noch woanders spawnen und es ein allgemeines Cap gibt. Also wenn ich um 3 Uhr morgens hier chillen würde und alleine. Wenn du hier alles noch mit Hoppern voll machen würdest hier, kannst du sogar dich komplett AFK in diesen kleinen Raum stellen, einen Tag lang und hast danach die ganze Kiste voll mit TNT. Ja, mach ich danach. Das mach ich echt. So, Freunde, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie ihr seht, kann das so nicht weitergehen. Wir müssen uns auf jeden Fall zu verteidigen wissen. Das geht so echt nicht weiter. Wir können einfach nicht hier so tatenlos zusehen und einfach sagen, ich meine, das Friedensbuch haben die einfach quasi spuckt und zerrissen verbrannt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier diese Festung ausbauen als Verteidigungsanlage, weil das quasi diese Brücke zwischen der Hauptstadt ist. Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Und wir sagen, das war's. Haut rein. Tschüss. Tschö.